Und damit ein herzliches Willkommen zurück bei Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Ja, ich habe nach einer halben Ewigkeit mich dazu hingesetzt, mal wieder hier was aufzunehmen. Das letzte Mal haben wir, glaube ich, 5. Bonus-Episode fertig gemacht, wenn ich mich recht erinnere. Und ja, das heißt, wir machen heute mit dem Hauptspiel weiter. Da haben wir ja auch noch ein bisschen was zu tun. Und da werden wir hier gleich mal wieder mit unserer wunderschönen Musik von unserem schönen neuen Zuhause begrüßt. Die Tohaido-Klippe. So. Was haben wir denn eigentlich an Items alles dabei? Sehr, sehr viel Zeug. Auch zwei Schatzboxen. Die machen wir erstmal auf. So. Ach ja, wir haben ja inzwischen diese 10.000 Poké bekommen von der Gilde, weil wir die Abschlussprüfung bestanden haben. Ein Spukball. Kann Riolu Spukball lernen? Also ich weiß, dass Lucario ihn kann. Bei Riolu bin ich jetzt nicht sicher. Eine ND-Karte, die ist doch bestimmt für Divie. Eine Bidiza-Karte. So. Okay, kann ich hier nicht einsetzen. Ich gehe mal davon aus. Moment mal, geht das allgemein nicht? Naja, okay. Dann kann das ja wohl nicht lernen. Ach, mein Lager ist jetzt auch noch voll. Gratulieren uns jetzt alle zur bestandenen Gildenabschlussprüfung. Moment, wo war ich nochmal? Das ist hier knapp 4. Was davon braucht man jetzt nicht mehr so wirklich? So, das ist jetzt ganz schön schwierig, so mit so wenig Platz zu managen. Ich muss ja immer mal das Lager wieder ein bisschen aufräumen. Die ganzen Bänder, die man doppelt hat, einfach mal verkaufen. Kleinkiesel braucht eh niemand mehr. Ich habe ein paar Gummis, das ist schön. Ich nehme jetzt aber mal ein paar TMs mit, die ich hier definitiv nicht brauche. Unter Umständen noch ein paar Orbs, die man jetzt definitiv nicht braucht. Okay, ich habe schon wieder keinen Platz mehr.
Na gut, an dem ganzen Lager ausräumen gibt es einen großen Vorteil. Man kann wenigstens ein bisschen Geld dabei machen. Wobei die sind irgendwo auch noch nützlich, wenn man sie mal so nimmt. Jetzt können wir hier mal anfangen, ein bisschen Zeug zu lagern, was wir jetzt definitiv nicht brauchen. Wobei. So, jetzt haben wir aber langsam wieder ein bisschen aufgeräumt. So, jetzt kann ich noch mal ein bisschen was mitnehmen, was ich jetzt noch mal brauche. Da habe ich nämlich gerade noch ein paar Gummis gesehen. Zumindest die zwei hier. Die beiden Blaugummis, die sind da mit Absicht noch drin. Die brauche ich nämlich bald noch. Wobei. Geld lagern wir erst nachher ein. Oh, Palimpalim. Hey, Palimpalim. Was gibt es? Oh, Kilian, Fliegi. Herzlichen Glückwunsch zur bestandenen Gildenabschlussprüfung. Team Crosser kann jetzt in Zusammenarbeit mit der Gilde operieren, nicht wahr? Also genießt ihr jetzt gewisse Privilegien bei der Nutzung des Treffpunkts. Läutet die Glocke. Ihr könnt jetzt einen neuen Sonderservice in Anspruch nehmen. Sonderservice? Was ist das denn für ein Sonderservice? Nun etwas ganz Besonderes. Ihr könnt jetzt einen anderen Anführer wählen, bevor ihr euer Team in einen Dungeon geht. Einen anderen Anführer? Wir können den Anführer ändern, bevor wir in einen Dungeon gehen? Ja, bis jetzt war Kilian immer der Anführer bei euren Erkundungen, richtig? Jetzt, wo ihr euer Team mit der Gilde kooperiert, habt ihr einen anderen Status. Jedes Mitglied von Team Crosser kann Anführer werden, bevor ihr in einen Dungeon betretet. Anders gesagt, ihr könnt ein Team in einen Dungeon schicken, das nur aus rekrutierten Mitgliedern von Team Crosser besteht. Ein so zusammengestelltes Team ist genauso offiziell anerkannt. Oh, verstehe. Das heißt also, wenn wir einen Dungeon erkunden, in dem unser jetziges Team typspezifische Nachteile hätte, dann könnten wir ein völlig anderes Team mit einem anderen Anführer bilden und sogar Vorteile von Typen nutzen. Ganz genau. Natürlich gibt es Dungeons, die nur Kilian und Fliegi betreten können. Ich hoffe, ihr nutzt euren Service. Auf jeden Fall viel Glück für eure Arbeit als Erkundungsteam. Jo. Wenn wir jetzt schon mal hier sind, dann schauen wir doch gleich mal, ob Glibunkel wieder was Schönes hat. Ui, ich hätte sogar zwei Indivia-Items. Das ist nicht wirklich irgendwas, was ich brauche. Was sind das für
Schneckmark. Na ja, gut. Leider nichts. Na, Team SPA ist wieder hier. Ja, dann gehen wir erstmal wieder ein paar Sachen mixen. Ich hätte doch da noch ein paar Gummis. Vor allem ein schöner Gelbgummi. Spezialangriff steigt. Orange-Gummi, der ist dann für Fliegi, weil der für Kampf-Pokémon ist. Kriegt er auch mal wieder ein bisschen was ab. Kriegt er plus 1 Def. Wir könnten eigentlich mal wieder zwei Leute für unser Team mitnehmen, ne? Ja. Ich sollte vielleicht auch erstmal überhaupt ein paar Jobs annehmen. Ich habe ja aktuell keine Hauptmission-Aufträge, also machen wir heute mal wieder einen Job. Eine S-Mission für die Treibsandhöhle. Okay. Da hätten wir noch eine B. In der Treibsandhöhle. Das ist schon eine Ein-Stern-Mission. Wir haben aber auch zwei Ein-Stern-Missionen in der Kristallhöhle. Ich glaube, die können wir ja mal probieren hier. Oder gibt es eine Feuersturm-TM? Die zwei löschen wir mal, die bringen jetzt eh fast nichts mehr. Kristallhöhle und Kristall. Oh, Moment mal. Kann ich überhaupt in die Kristallstraße, nachdem ich in der Kristallhöhle einen Job gemacht habe? Das ist jetzt eine sehr gute Frage. Mit mal. Ich probiere es jetzt einfach aus und selbst wenn ich nur einen Job machen kann, ich bin so kurz vor dem nächsten Rang. Ich glaube, da reicht eine Ein-Stern-Mission auch aus. Ja, eine würde genau ausreichen. Ich probiere es jetzt einfach mal beide zu machen. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Nehmen wir mal wieder jemanden mit. Oh, Moment mal, ich könnte ja unseren zukünftigen Doomfalter mal mitnehmen. Der ist gerade Level 10 und ich könnte ihn sogar direkt zu einem Doomfalter entwickeln. Was haben wir denn noch hier? Was ich hier schon alles habe, ist ja schon sehr faszinierend. Nehmen wir den Doomfalter mit, also ich müsste ihn halt schnell zum Smetbo machen. Der würde halt ein paar richtig nette Attacken lernen.
Komm, nimm einfach mit. Entwickeln kann ich ihn ja schon. Also ist das kein Problem. Das Sandern ist Level 22. Das müsste es. Mit Sandern entwickelt sich das auf 22 oder 23. Ich meine 22. Also ich probiere es jetzt einfach mal. Nehmen wir nämlich auch noch einen Sandama mit und dann passt das. Dann machen wir jetzt erstmal einen ganz kurzen Ausflug. Okay, die Dungeons sind verschieden, da kann ich also nicht beide Jobs gleichzeitig machen. Aha, ja gut, ich mache trotzdem erstmal einen kleinen Ausflug zu einer gewissen Glitzerquelle. Dann entwickeln wir jetzt gleich nochmal drei Pokémon. Ah ja, okay, ich müsste die nicht mehr dabei haben. Ach, das Team wird ja jedes Mal aufgelöst, wenn sich was entwickelt. Stimmt. Na ja, gut. Müssen wir jetzt sowieso ein paar Mal dahin gehen. So, jetzt haben wir eins mit Bo. Jetzt muss ich zwar das Team nachher nochmal ganz neu zusammenstellen. Machen wir aus Julia noch einen Sandama. Destiny können wir jetzt noch einen Moorlord machen. Wenn wir jetzt schon dabei sind. Haben wir halt wieder einen ganzen Part nur mit Dungeon-Vorbereitung gemacht, aber ich musste jetzt einfach mal wirklich mal mein Lager ausräumen. Und dann haben wir jetzt einen Moorlord. So. Darf zwar mit, aber darf mir nicht die Items wegfressen. Nehmen wir einfach auch mal mit. So. Okay, Moment, war schon richtig. Okay. Kann man... Ah, hier ging's, okay.
dem eigentlich noch so eine Attacke beibringen? Ja, da haben wir definitiv bessere Optionen. Aber du kannst Kratzfurie, das ist schön. Wobei, Sandwirbel wäre sogar gar nicht so schlecht. Walzer, na gut, die trifft zu selten. Hm. Und, okay, die ist ganz schön stark. Die nehmen wir einfach mal mit. Außerdem ist Zermalmklaue eine sehr, sehr schöne Attacke. Hat dieselben Stats wie die Kalkklinge. Was hast du denn noch, was du lernen könntest? Stärke 5 Sterne. Das ist eine spezielle Attacke halt. Er hat Stärke 3. Besser als ein Giftstachel, das ist allemal. So. Noch irgendwas wollte ich jetzt machen, oder? Ich wollte schauen, ob ich noch irgendeine schöne TM für die beiden habe. Unter meinem gesamten TM-Arsenal. Oh, Energieball haben wir. Die ist für den Doomfalter. Kreuzschere kann man für Sandama hernehmen. Steinhagel für Sandama, das ist auch super. Durchbruch könnte ich dem Sandama auch beibringen. Was haben wir denn jetzt dafür weg? Okay, machen wir den Sternenschauer wieder weg. Die Trefferquote ist halt abnormal gering. Aber hat er lieber eine gute Coverage, oder besser gesagt sie. Was hast denn du eigentlich gerade? Okay. Aber wenn das mit den beiden Missionen jetzt nicht geht. Ich hatte doch da irgendwo was, wo ich zwei auf einmal annehmen konnte, oder? Da haben wir nämlich einen in der Treibsandhöhle. Ja, da haben wir zwei in der Treibsandhöhle. U7 und U8.
Jetzt aber.